Ja. Ich fühle mich wie in Spider-Man 1. Ach Quatsch. Ich fühle mich sogar wie in Spider-Man 2. Hä? Nein! Nein! Tut mir leid, habe ich dich geweckt? Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Blade and Sorcery. Vielleicht kennen das einige noch, ich habe das vor einer ganzen Weile mal gespielt. Es ist so ein Mittelalter-Game, wo du Leute verprügeln kannst. In VR. Alter, wie hässlich sieht mein Charakter bitte aus? Wie auch immer, ich habe mir heute mal wieder ein paar Mods runtergeladen. Oh, Scheiße. Oh, das war ein Erbstück meiner Urgroßeltern. Passt auf, bin gleich wieder zurück. Hurra, hurra, ich trage ein Ganzkörperkondom. Spider-Man ist momentan ja wieder richtig im Hype, seit No Way Home in den Kinos läuft. Und da gibt es jetzt ganz viele Diskussionen, wer war denn jetzt eigentlich der beste Spider-Man? Ist es der Typ oder der Typ? Diese Diskussion ist aber total überflüssig, denn ich bin es. Ich bin der beste Batman. Spider-Man. Und damit das auch so bleibt, werde ich euch heute zeigen, was ich so drauf habe. Ich bin hier in meinem Haus. Ein nettes Häuschen im Walde. Und hier will ich erstmal meine ganzen Spielzeuge testen, die ich runtergeladen habe. Zum Beispiel hier. Guck mal, ich kann jetzt hier einfach auf Spawn drücken und dann passiert nichts. Hello there. Oh mein Gott! Das tut mir leid, Albert. Ich wollte das nicht. Natürlich wollte ich das. Was machst du in meinem Haus? Ihm geht's gut. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wo meine Spinnennetze sind. Eines dieser Symbole sind meine Spinnennetze. Ich muss nur das Richtige finden. Das war's nicht. Ich glaube, das ist es, ne? Yes! Yes! Geh weg! Geh weg! Das haben die Leute gemacht, als man den Jojo noch nicht erfunden hat. Mit schweren Gegenständen geht's nicht so einfach, aber wenn ich sowas Leichtes auswähle... Oder den ganzen Tisch. Ich kann jetzt auch einen Gegenstand nehmen und dann irgendwie verbinden. In der Welt von Spider-Man existiert keine Physik. Ich müsste es auch in der Lage sein zu klettern. Ich arbeite noch dran. Wo Spider-Man ist, sind die Bösewichte ja nicht weit. Und ich habe hier noch den originalen Gleiter vom grünen Kobold. Oh, wie cool! Wie cool! Und wie unglaublich gefährlich und... Au! Wie steuert man die Scheiße? Sorry, Urgroßeltern. Ja, langsam habe ich es raus, glaube ich. Langsam habe ich es raus. So gehe ich hoch, so gehe ich runter. Okay, alles klar. Die Dinger gibt's auch. Das sind diese Bomben, die er immer wirft. Ich weiß aber nicht, wie man die aktiviert. Nee, passiert nichts. Wie funktionieren die? Wie funktionieren die? Ich muss danach sowas von aufräumen. Ich habe auch ein Ei. Kamehameha! No, Ei! Ui, 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 ui. Ist es ein Bouncy-Huhn? Ja, ist jetzt nicht so spektakulär wie der Rest, den ich gezeigt habe. Tut mir leid. Lass mal hier den Gleiter wegmachen. Wie werde ich den Gleiter los? Ich werde den Gleiter nicht mehr los. Ja, Mjolnir! Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Au! Da ist eine Fliege! Warte, ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee, ich hab eine Idee, ich hab eine Idee. Pass auf. Ah. Ich glaube, es ist an der Zeit, meine Waffen auf dem Schlachtfeld auszuprobieren. Wer will's mit mir aufnehmen, hä? Ich bin Spider-Man! Warum laufe ich wie eine Krabbe? Wer bist du denn? Oh mein Gott! Was? Albert? Komm schon, warum? Ich will nicht gegen dich kämpfen, Alter. So. Das ist jetzt genug? Nee. Das ist nicht genug? Was ist mit denen los, ey? Oh, hoppa! Ich glaube, mein Netz ist etwas zu stark. Nope! Ja, was machst du jetzt, hä? Was machst du jetzt?
Okay, ich kann das. Strong focus on what I want. Aua. Ah, das ist viel zu heftig. Warte kurz, ich bin in den Optionen. Ich bin in den Optionen. Hab gesagt, lass es. Du bist nicht Peter Parker. Hallo, Peter. Warum verkleiden die sich 2 Sekunden später? Komm, dein Kopf und dein Fuß. Er kann mich immer noch angreifen. Deine Hand und der Boden. Ich mache jetzt hier ein Spinnennetz. Küss die Wand. Gut gemacht. Was genau versuchen? Es ist vielleicht ein bisschen overpowered. Aber auch nur ein bisschen. Deine Hand und dein Knie. Küsst euch. Wie ein Fisch an Land. Willst du fliegen lernen? Willst du fliegen lernen? Ich gebe Flugstunden. Bye. Komm her, komm her, komm her. Sicher, dass du gegen mich kämpfen willst? Ich habe ein Ei. Greif ihn an. Töte ihn. Beiß ihm die Kehle durch. Willst du, dass ich deine Schwester Mathilde damit reinziehe? Hä? Willst du das? Willst du das? Das ist so gewollt. Gut gemacht, meine Schnuckis. Diesen Tempel werde ich erobern. Und dafür werde ich die ultimative Waffe einsetzen. Da ist sie ja. Endlich. Das wird meine Waffe sein. Meine neue Streitaxt. Schießt da jemand Pfeile? Oh, du bist wohl ein ganz mutiger, hä? Ich wisch den Boden. Hey, hier werde ich mit Feuer geworfen. Das mögen Fische nicht. Du alter Narr, denkst echt, das wird etwas helfen? Bye. Au, das tut weh. Das ist Fischer. Hier geht's gut. Hör auf mit der Scheiße, Junge. Bonk. Ihr habt keine Chance gegen Fishman. Warum versucht ihr es überhaupt? Hast du gerade meinen Fisch abgeschossen? Guck mal, wir können auch das Kämpfen sein lassen. Wir müssen nicht kämpfen. Komm, runter mit der Waffe bitte. Wir können auch darüber reden, siehst du? Lass jetzt los. Lass jetzt los, Mann. Lass jetzt los. Lass jetzt los. Lass jetzt los. Lass jetzt los. Lass los. Lass los. Den hast du vergessen. Spider-Man. Scheiße. Spider-Man. Spider-Man. Au, das brennt, du Arschloch. Neue Situation. Ich bin jetzt ein Zauberer und muss ein Ritual durchführen. Ich kann riesige Fäuste machen. Ich muss zugeben, das ist extrem cool. Wer auch immer diese Mods macht, verdient den Friedensnobelpreis. Ach, Spider-Man. Brauchst du eine helfende Hand? Warte, ich bin Dr. Octopus. You're not Peter Parker. The power of the sun in the palm of my hand. Das ist der Dr. Octopus Mod, ich wusste das nicht mal. Lass mich in Ruhe, du Drecksspinne. Hast du genug? Bleib liegen. Okay. Was? Wie lebst du noch? Haha, Opfer. Komm her, du. Bye, ich gehe da mal aus der Map. Das ist das Schlimmste, was ein Videospielbösewicht machen könnte. Spider-Man, wo bist du? Was kannst du schon machen, Spider-Man, hä? Ich beantworte die Frage selbst. Nichts. Warte kurz. Brauchst gar nicht so zu gucken, zu dir komme ich auch noch. Für dich habe ich eine grüne Kugel. Ja, da guckst du.
Achtung, fertig, los! Alter, Spider-Man, du bist ein Witz. Du bist ein Witz, bist du ein kleiner Witz. Ah ja, guck jetzt. Ich hab dir angeboten, zusammenzuarbeiten und du hast es abgelehnt. Mach dich bereit für den Tod. Kobe! 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 Das war, by the way, so ungefähr die Handlung von Spider-Man 1. Ich bin Thor. Philibam Thor. Und ich bin Gott der Hühner. Hier bin ich. Am I a joke to you? Das Königshuhn Frikadella. Ah! Frikadella! Gefällt's dir denn hier oben nicht? Frikadella! Was soll das heißen? Du willst runter, Frikadella! Gefallen dir die weiten Lüfte meines Königreichs nicht? Frikadella! Hi! Mach das nochmal, Mashallah! Da habe ich früher mal gearbeitet. Ey! Was habe ich gesagt? Keine Pfeilchen schießen! Keine Pfeilchen schießen! Ihr dummen Menschen! Frikadella! Was sind deine letzten Worte, hä? Bevor die Folge endet? Hm? Willst du dich vielleicht bedanken bei den Zuschauern, hä? No, schau dich an. Ups. Frikadella. Nein, Frikadella. Frikadella. Reanimation. Wach auf. Wach auf, wach auf, wach auf, wach auf. Oh, Frikadella, ein Wunder, dass du wieder lebst. Keine Ahnung, was das war, aber es hat ultra viel Spaß gemacht. Die Mods sind in der Beschreibung oder so, falls jemand selber spielen will. Bis dann, ich hab zu tun.